Hallo bei 4x4 Passion. Ihr seht heute die nächste Folge von meinem 4x4. Wieso 4x4? Was erzählst du da 4x4? 4x4 Passion. Du hast ein 8x8. Genau. Ja. Oder du hast was weggegeben. Kann auch sein. Hast was gespendet. Ja. Hallo bei 4x4 Passion. Jetzt sind wir in meinem Fahrerhaus von meinem M1-Kart 1-8x8. Ich erkläre euch kurz ein bisschen was dazu. Wir haben das Fahrzeug umgebaut, nicht nur hinten den Container drauf als Wohncontainer, sondern wir haben auch im Fahrerhaus einiges modifiziert, besser gemacht, auf meine Größe angepasst vor allen Dingen. Wir haben angefangen, die Heizung zu ändern. Die alte Heizung, die im MAN Cat 1 verbaut ist üblicherweise, die verbraucht nicht nur sehr viel Sprit, sondern die stinkt, man kann die nicht wirklich einstellen und nichts, was man braucht. Ging nur entweder ganz heiß, ganz viel Gebläse oder gar nichts. Wir haben uns dazu entschieden, die rauszunehmen, eine Webasto-Heizung einzubauen, die ich vernünftig regulieren kann, die auch gebläsemäßig vernünftig funktioniert. Das war das Erste, was wir gemacht haben. Mein Schalter dafür ist hier oben. Der Cut ist... hat üblicherweise hier oben kein Regalbrett. Das ist auch was wir reingesetzt haben. Eine vernünftige Ablage oben, wo ich einerseits meine Brillen reinlegen kann, wo die Heizung drin ist, wo mein Navigationsgerät untergebracht ist, wo meine Rückfahrkamera dran geschraubt ist und wo ich zwei Panzerinnenleuchten eingebaut habe, die mir sowohl Rotlicht als auch weißes Licht bringen. Je nachdem, wie ich das gerne haben möchte. Schaltboard hier ist auch etwas modifiziert. Ich habe diese Seite hier mehr oder weniger gelassen, wie sie ist, außer dass ich hier ein paar neue Schalter noch eingebaut habe. Hier war vorher das Board für die Heizung mit den Schaltern. Das ist komplett rausgekommen. Ich habe hier wie hinten auch ein Panelboard von der Firma Philippi eingebaut mit in diesem Fall 8 Schaltern. Über dieses Board kann ich meine fast die komplette Außenbeleuchtung schalten, nämlich die Blinklichter, die ich an den Seiten und hinten habe. Und dann habe ich hier das Dachlicht, das heißt das, was in der Front vorne ist. Dann habe ich Spiegellichter, das sind die LED-Reflektoren, die ich jeweils an den Spiegeln angebracht habe, die mir auch während der Fahrt, wenn ich das will, gerade beim Rückwärtsfahren, Licht nach hinten bringen, sowohl die rechte als auch die linke Seite ausleuchten. Dann habe ich hier das Rücklicht nochmal extra angebracht. Das sind meine Innenleuchten. Ich habe die LEDs, die unter meiner Ramme sind, hier geschaltet und nochmal extra H4-Licht geschaltet als normales Abblendlicht. Das war für mich wichtig. Meine H4-Leuchten sind zwar ziemlich gut, sind verbesserungswürdig, aber ich kann damit klarkommen. Und wenn mir davon eins mal kaputt geht oder ich ein bisschen mehr Licht brauche, dann schalte ich hier mein normales H4-Licht dazu. Eine andere Sache, die ich ebenfalls jetzt in meinem Fahrzeug habe, hat die Firma Lust, Achim Lust aus Zittau gemacht. Die hat mir nämlich einerseits meinen Wandler schaltbar gemacht. Normalerweise ist das Wandler-Schaltgetriebe so, dass das unter 1200 Umdrehungen das Fahrzeug oder der Motor in den Wandler geht. Ich habe das jetzt so geschaltet, dass ich ganz im normalen Zustand das ebenfalls bei 1200 Umdrehungen habe. Ich kann das aber auch runterschalten auf 600 Umdrehungen, beziehungsweise den Wandler ganz ausschalten. Dann muss ich das Fahrzeug fahren, wie man den PKW fährt, nämlich mit Gas und Kupplung spielen. Bietet mir einfach die Möglichkeit, zum Beispiel im Gelände und am Berg anders zu fahren als üblich. Das heißt, so zu fahren, dass der Motor nicht in den Wandler geht und ich dann auch noch Power habe. Beim Berg hochfahren zum Beispiel. Was ich hier auch habe machen lassen, das sind diese drei Schalter, die man hier links sieht. Das ist die normale Sperre, die der Cut üblicherweise hat, die Quersperre. Dann habe ich hier eine Längssperre drin. Und was der Cut üblicherweise nicht hat, ich habe vorne meine beiden Achsen ebenfalls so, dass ich sie sperren kann. Bietet mir auch tiefen Gelände einfach die Möglichkeit, besser aus den Löchern rauszukommen, aus der Matsche rauszukommen, aus dem Schnee rauszukommen, wie auch immer, wo auch immer man es braucht. Sind einfach Hilfspunkte, die ich mir habe einbauen lassen, die ich für wichtig befunden habe. So.
Der Motor ist ebenfalls etwas modifiziert. Der hat üblicherweise 320 PS. Ich habe mir etwas längere Achsen drunter machen lassen, sodass er jetzt ein paar PS mehr hat. Ich kann über den sogenannten Power-Knopf, der sich hier befindet, nochmal zusätzlich Diesel einspritzen lassen, kurzfristig, sodass ich dann nochmal ein bisschen mehr Power aufbauen kann. Das würde ich aber nur machen in einer Notsituation, also wenn es gar nicht anders geht oder wenn ich es wirklich mal dringend brauche. Ansonsten fährt das Fahrzeug üblicherweise 95 Stundenkilometer. Meiner fährt durch die längeren Achsen etwas schneller, was sicherlich hilfreich sein kann, weil in einigen Ländern ist die Begrenzung für LKWs nicht unbedingt 80 Stundenkilometer, sondern in Australien zum Beispiel dürfen die LKWs 110 Stundenkilometer fahren, in England 118. Und wenn man dann damit 80 vor denen herzuckelt, finden die das nicht so cool. Deswegen bot sich das an, das Fahrzeug etwas schneller zu machen. Sicherlich nichts, was ich permanent brauchen werde, weil das macht keinen Sinn, mit so ein Fahrzeug mit 100 oder 110 permanent zu fahren. Meine Reisegeschwindigkeit wird irgendwo bei 80 liegen, wenn ich auf der vernünftigen Autobahn bin. Wenn ich auf der Landstraße bin, darf ich eh nicht schneller als 60, zumindest hier in Deutschland und in vielen anderen Ländern auch. Aber wie war das? Nice to have. Besser haben als brauchen. So, ich habe und bin ganz glücklich eigentlich damit. Ich habe das Fahrerhaus natürlich nicht grün gelassen, weil mit grün verbindet auch das Ausland immer Bundeswehr, Armee. Das finden die nicht so toll. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, das Ganze grau zu streichen bzw. zu sprühen, je nachdem, wo ich gerade war. Ich habe einbauen lassen hier noch bzw. eingebaut eine Klimaanlage von der Firma Ebersbecher. Das ist eine speziell für den Offroad-Bereich zugeschnittene Klimaanlage, die halt auch im Rallye-Bereich gefahren wird. Die ist ein bisschen teurer als die anderen Klimaanlagen, aber ich denke, wenn ich damit ins Gelände fahre und sie mir einfach mehr bietet als die anderen und robuster ist, dann wird das sicherlich auf Dauer hilfreich sein. Ich hatte ein paar Probleme mit der Firma Ebersbecher ursprünglich. Die Klimaanlage lief nicht, der Kompressor war kaputt. Wir mussten das reparieren lassen, war im Service erstmal nicht ganz so toll. Irgendwann ist dann der Hersteller gekommen und hat gesagt, wie reparieren wir das? Das kann ja nicht sein, dass die nicht funktioniert, wenn sie nagelneu ist. Das fanden wir sehr gut und das hat auch sehr gut funktioniert dann. Jetzt läuft sie und alles ist in Ordnung. Ich muss bei 45 Grad im Schatten nicht vor dem Fahrerhaus schwitzen. Zumindest nicht so viel wie andere. Wie fährt er sich? Ist das anstrengend, ganze viele Stunden hinter dem Lenkrad verbringen? Das normale Fahren auf der Landstraße ist natürlich schon etwas anstrengend. Man muss sich halt permanent konzentrieren. Auf der Autobahn ist es etwas entspannter. Im Gelände muss man immer sehr achtsam sein. Der hat allerdings eine Servolenkung und wenn man es gewohnt ist, seinen LKW zu fahren, dann kann man da auch längere Zeit sich mit befassen und vorne sitzen und das Lenkrad drehen. Ich selber bin vor 14 Tagen insgesamt ungefähr 1600 Kilometer gefahren und bin am Tag teilweise 300, 400 Kilometer gefahren. Da braucht man dann schon irgendwo 6-7 Stunden, weil man auch Pause zwischendurch machen will. Und wenn man so ein bisschen in Übung ist, dann geht das. Es ist nicht mein Ding, jeden Tag so viele Kilometer zu fahren. Das will ich nicht. Ich bin ja nicht auf der Flucht. Ich will Spaß dabei haben und ich will was sehen. Meine üblichen Touren werden sicherlich irgendwo 100, vielleicht auch mal 200 Kilometer sein. Vielleicht fahre ich auch einfach mal eine Woche gar nicht. Je nachdem, wie ich Lust habe, wie es mir gerade irgendwo gefällt. Wir sind jetzt im Gelände von Fürsten Forest. Ihr habt ja schon ein Stück gesehen, wo ich hergefahren bin. Ich fahre jetzt ein kleines Stück die Panzerstrecke, die es hier gibt. Aufgrund der Tatsache, dass meine Staukästen da drunter geschraubt sind, werde ich diese Berge, die auf der Panzerstrecke sind, nicht fahren können. Wir haben das letztes Jahr gemacht, da hat das funktioniert. Da hatte ich wesentlich mehr Freiheit noch drunter. Aber heute geht das nicht mehr. Und ich muss mir nicht auf Gedeih und Verderb das kaputt fahren. Da müsste ich die neu bauen lassen und das macht keinen Sinn. Ich werde jetzt in jedem Fall ein Stück Panzerstrecke fahren, die relativ gerade noch ist, die trotzdem Spaß macht, weil es ist einfach keine Straße, es gibt ein paar Puckel und ein paar Hügel da drin. Für den einen oder anderen, der ein Offroad-Fahrzeug hat und richtig Offroad fährt,
sicherlich Kinkerlitzchen. Aber für so ein Gerät hier mit vier Achsen ist da schon ein bisschen was zu tun. Ich habe zwar eine Servolenkung und ich kann auch Sperren reintun, die brauche ich allerdings jetzt hier gerade nicht. Es macht total Spaß, das Fahrzeug zu fahren, lenken zu können, zu wissen, dass man solche Straßen fahren kann. Ich mag das total gerne. Wie gesagt, aber ich bin auch nicht darauf aus, mein Gefährt kaputt zu fahren, weil jetzt zerbröseln eure Häuser und eure Wohnungen ja auch nicht. Also bin ich selbstverständlich vorsichtig. Ich muss hier jetzt langsam fahren, weil es hier schräg runter geht. Achte natürlich darauf, dass meine Staukisten nicht aufsetzen. Und dass hinten meine Abschleppstange noch mitkommt. Mit diesem hügeligen Gelände geht das. Hinten auf der Panzerstrecke sind so steile Berge, die sowohl sehr steil hochgehen, als auch direkt wieder steil runtergehen, dass ich sagen muss, das geht nicht, das funktioniert nicht. Aber so Hügel wie hier, das ist kein Problem. Ich plane am 10.06. loszufahren, endgültig. Corona hat mich ein bisschen dazu gebracht, erstmal noch hier zu bleiben. Aber am 10.06. oder ab dem 10.06. will der eine oder andere das Land wieder aufmachen, die Grenzen wieder aufmachen. Und so habe ich mir das Ziel gesetzt, dann
zu starten. Ich werde auf Facebook sicherlich immer wieder mal zeigen, wo ich gerade bin, ein paar Bilder reinstellen und ein bisschen was schreiben. Mein Name auf Facebook ist Kat Weltreise, K-A-T Weltreise zusammengeschrieben. Außerdem werde ich einen Blog schreiben, nicht täglich, vielleicht auch nicht wöchentlich, aber gelegentlich. Das gleiche auch unter katweltreise.blogspot.com. Ich freue mich, wenn er mich beobachtet und guckt, wo ich bin. Wer vielleicht ab und zu einen Gruß aus Deutschland schickt. Ja, dann viel Spaß, viel Erfolg und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Danke, dass wir hier sein durften. Danke, dass ich das machen durfte.